Es ist der 29. Graz-Marathon, einen schönen Laufsonntag aus der steirischen Landeshauptstadt. Willkommen hier zur größten Laufsportveranstaltung der Steiermark. Und da werden sich heute tausende Läuferinnen und Läufer auf die Strecke begeben. Neben mir ist Organisator Michael Kummerer. Die letzten Jahre waren immer ein bisschen gebremst durch die Corona-Situation. Wie steht es jetzt um die Formkurve beim Graz-Marathon in diesem Jahr? Wir haben heuer knapp 7.000 Teilnehmer, was wieder eine Steigerung ist von knapp 2.000 Teilnehmern zum letzten Jahr. Wir sind jetzt auf einem guten Weg, auch fürs nächstjährige 30-jährige Jubiläum. Das heißt, wir wollen nächstes Jahr dann wieder dort anschließen, wo wir 2019 waren. Im letzten Jahr 2:10:43, der Streckenrekord von Charles Ndiema. Heute, schon vor dem 30. Jubiläum, möchte man diesen wieder knacken. Ja, wir haben gute Läufer am Start, kleines, qualitativ hochwertiges Feld aus Kenia, und es sind 6 Leute, und die werden, ja, ich denke, die 2:10 ist möglich. Wir werden schauen. Genereller Breitensport ist uns natürlich das Allerwichtigste, aber Topzeiten gehören auch zu einem großen Marathon dazu. Gestartet wird auch heute wieder mitten in Graz vor der Oper, dem zweitgrößten Opernhaus Österreichs nach der Wiener Staatsoper. Dann geht es in Richtung Süden an der Stadthalle vorbei, wo der Wendepunkt dann direkt vor dem Liebenauer Stadion liegt. Die Strecke führt zurück in die Innenstadt. Es geht der Mur entlang und dann zwischen den beiden Wahrzeichen des Kulturhauptstadtjahres 2003 hindurch, dem Kunsthaus und die Murinsel. Der Wendepunkt Nord liegt beinahe am anderen Ende der Stadt. Dann warten die wunderschönen Streckenabschnitte in der Altstadt. Es geht am Fuße des Uhrturms vorbei. Am Hauptplatz passieren die Läuferinnen und Läufer das Rathaus. Und der Weg zurück zum Start- und Zielbereich vor der Oper führt über die Herrengasse, wo das Landhaus liegt, das Zentrum der steirischen Landespolitik. Die Halbmarathon-Starter haben das Ziel erreicht. Und für den Marathon ist noch eine zweite Runde zu bewältigen. Mehr als 7.000 Anmeldungen hat es heuer bereits wieder gegeben. Damit ist man schon noch ein gutes Stück von der Zeit vor Corona entfernt. Aber im Vergleich zum letzten Jahr geht es schon wieder deutlich bergauf. Der Starter Plus beträgt rund 2.000. Gestartet wird in mehreren Blöcken. Vorneweg sind natürlich die Spitzenläufer. Und den Sieg werden sich wohl wieder die Profis aus Kenia untereinander ausmachen. Alle weisen persönliche Bestzeiten auf, die nahe an der Graz-Rekordzeit dran sind. Es gibt heute also mehrere Anwärter auf den Sieg und auf einen neuen Streckenrekord. Doch das Rennen beginnt mit einem kleinen Schock. Simon Ekidor muss schon kurz nach dem Start verletzungsbedingt aufgeben. Er hätte als Tempomacher eine wichtige Aufgabe bei der Rekordjagd übernehmen sollen. Das verbliebene Quartett setzt sich schon nach 3 Kilometern deutlich vom Rest des Feldes ab. Joel Melli, George Onyancha, Matthew Kwambai und Victor Serem lassen sich vom frühen Ausstieg des Pacemakers nicht beeindrucken und gehen ein extrem hohes Tempo. Ein Tempo, das eine Endzeit von 2 Stunden und 7 Minuten bedeuten würde. Das wäre gleich um mehr als 3 Minuten schneller als der Streckenrekord. Und die große Frage ist natürlich, ob dieses Tempo zu halten sein wird. Das erste Tempo-Opfer ist dann nach rund 10 Kilometern Matthew Kwambai. Melli, Onyancha und Serem kommen als Führende zum Wendepunkt Nord und laufen dann gemeinsam auch die erste Runde fertig. Wie erwartet geht das Tempo etwas zurück. Die Durchgangszeit von 1 Stunde und 7 Minuten nach 22 Kilometern deutet aber weiterhin auf einen neuen Streckenrekord hin. Viel Betrieb herrscht hier auch im Startbereich. Das war schon gestern so, denn da waren auch über 1000 Kinder und Jugendliche im Einsatz über die verschiedenen Distanzen. Das gehört auch zum Graz-Marathon dazu. Und das Schöne ist, wurde auch hier direkt vor der Oper im großen Startzielbereich gelaufen. Die kleinen Marathonis können es kaum erwarten. Gleich 4 Läufe werden vor dem Marathonsonntag gestartet. Mit vereinten Kräften und starkem Rückhalt geht es auf die originale Laufstrecke. Immer mit dabei die bunten Maskottchen. Und auf großer Bühne wird natürlich alles gegeben. Wie lange dauert ein Marathon? Wie viele Kilometer? Keine Ahnung. 20? 14? 50? 43? 42?
Die Medaillen für die Kleinsten wurden von den Top-Favoriten über die Langdistanz überreicht. Die starken Läufer aus Kenia haben sich dafür gerne Zeit genommen. Von den ganz Jungen zum ältesten Teilnehmer. Julius Holzner ist mit 90 Jahren auch von einer Verletzung nicht zu bremsen. Da gibt es einen Riesenapplaus für den Julius Holzner! Nächstes Jahr geht es wieder weiter, aber besser vorbereitet und ohne Verletzung. Beim Halbmarathon kommt der Sieger aus Niederösterreich. Lars Demuth kommt nach einer Stunde, 8 Minuten und 30 Sekunden ins Ziel. Ich gehe ab heute in die Saisonpause. Also habe ich mir gedacht, bevor ich allein einen Longrun mache, starte in Graz, weil habe ich gehört, dass super Stimmung sein soll an der Strecke. Und von dem habe ich mich heute überzeugt und das war einfach genial. Der Halbmarathonsieg bei den Damen geht an die Ukraine. 1:18:55 lautet die Endzeit von Maria Radko, die ihre Konkurrentinnen um 5 Minuten abhängt. I'm happy. Danke schon, Graz. Während die Besten des Halbmarathons im Ziel gefeiert werden, geht bei der Elite die Jagd nach dem Marathon-Streckenrekord weiter. Bei Kilometer 33 ist das Spitzentrio noch vereint und somit gemeinsam auf Rekordkurs. Kurz danach fällt dann einmal die Vorentscheidung um den Sieg. George Onyancha setzt sich ab und läuft die letzten 5 Kilometer alleine an der Spitze. Der Triumph ist ihm nicht mehr zu nehmen, aber schafft er auch alleine den neuen Streckenrekord? Noch einmal geht es über den Hauptplatz und durch die Herrengasse und auf der Zielgeraden ist dann klar, George Onyancha stellt einen neuen Graz-Rekord auf. Er unterbietet den alten gleich um mehr als eine Minute und drückt die neue Bestmarke auf 2 Stunden, 9 Minuten und 24 Sekunden. They help me for push me. For my friends. Meine Freunde vom Run Together Team haben mich gepusht und mir geholfen, dass ich 2:09 laufen konnte. Die ersten 4 Plätze gehen erwartungsgemäß an Kenia. Dahinter platziert sich der Steirer Stefan Schriebel als bester Österreicher. Seine Zeit 2:36:40. Ich war ziemlich alleine, also die ganze Strecke, und die Staffel hat mich ein bisschen unterstützt, ein Staffelläufer. Aber super Temperatur war schon, ja, aber alleine ist halt nicht so super. Bei den Damen heißt die Siegerin Pia von Keutz. Die Deutsche hat sich erst gestern spontan angemeldet und läuft eine Zeit von knapp unter 3 Stunden. Es ist am Ende vielleicht nicht ganz aufgegangen, wenn man sich meine Zwischenzeiten anguckt, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Und ja, dass der erste Platz rauskommt, das hätte ich jetzt nicht gedacht. 15 Minuten nach von Keutz kommt die Steirerin Karin Rosenberger als Zweite ins Ziel. Ich war jetzt 1,5 Jahre verletzt und ich bin überglücklich, wieder laufen zu können, dabei zu sein. Und ich bin einfach nur glücklich. Die Siegerinnen und Sieger sind gekürt und mit dem erhofften neuen Streckenrekord wird schon heute bestmögliche Werbung gemacht für die Jubiläumsausgabe des Graz-Marathons im nächsten Jahr. Mit einem neuen Streckenrekord geht also der Graz-Marathon zu Ende. Das war's hier aus der steirischen Landeshauptstadt. Jetzt noch ein paar Highlights und dann geht's gleich weiter sportlich mit dem Wiener Fußball-Derby. Viel Vergnügen. Der Graz-Marathon, präsentiert von Erste Bank Sparkasse Running.